Liebe Freunde, jetzt wo wir uns in der Fastenzeit befinden, möchte ich gerne über das Fasten an sich sprechen. Und zwar darüber, dass Fasten nicht gleich Fasten ist. Bei unserem christlichen Fasten nehmen wir uns selbst zurück. Wir machen Dinge äußerlich, die vor allem mit körperlicher Askese zu tun haben, um uns den Blick von uns selbst, von unserer Selbstzentriertheit wegzulenken und dann wiederum Kapazitäten zu schaffen und Chancen, Gelegenheiten zu schaffen, auf den anderen zu schauen. Das ist schon ein großer Unterschied zu dem, was man so aus dem säkularen Bereich hört. Denn da geht es immer darum, dass man sich selbst etwas Gutes tut, dass man seinen Körper reinigt, dass man ein besseres Gespür für den eigenen Appetit bekommt, aus gesundheitlichen Gründen. Unser Fasten dagegen, das wir Christen jetzt in dieser Zeit an den Tag legen, ist dafür da, uns selbst abzutöten, so unattraktiv dieser Begriff auch klingen mag. Also ganz nach dem Motto, wie Johannes der Täufer gesagt hat, ich muss immer weniger werden, damit er immer mehr wird. Ich esse weniger Süßigkeiten von mir aus, wenn ich gerne Süßigkeiten esse. Ich verzichte also nicht nur einfach auf eine bestimmte Sache wie Schokolade, denn es gibt auch Menschen, für die ist es kein Verzicht, auf Schokolade zu verzichten, weil sie keine Schokolade mögen. Dann fasten sie eben auf andere Dinge, die ihnen gut schmecken. Dann natürlich auch andere Dinge, die jetzt nicht unbedingt mit dem Essvorgang zu tun haben, also dass wir weniger am Computer hängen, weniger im Internet Zeit verbringen, uns weniger auf YouTube-Videos anschauen, weniger Computerspiele. Zum Beispiel auch mal darauf verzichten, sich immer so schön herauszuputzen und so viel Zeit für sich selbst einfach zu investieren. Und stattdessen diese gewonnene Zeit wiederum in Taten der Barmherzigkeit umzusetzen. Wir haben dann mehr Gelegenheit für die Nächstenliebe, für die tätige Nächstenliebe, dass wir den Bedürftigen helfen mit unserer Lebenszeit, die wir dadurch sparen, durch unsere Energie, die wir dadurch sparen. In erster Linie aber geht es natürlich darum, dass wir für Gott einen besseren Blick haben. Dass wir mehr Gelegenheit haben, uns mit ihm zu beschäftigen, ihn besser kennenzulernen, indem wir mehr in der Bibel lesen, unser sakramentales Leben zu vertiefen, indem wir auch uns auf eine gute Beichte vorbereiten und unsere Beziehung zu ihm erneuern. Alles versöhnen, was noch im Streit liegt und so zu neuen Menschen zu werden. Aber nicht eben wieder aus egoistischen Gründen, dass es uns dann besser geht, sondern darum, dass wir, weil wir eben aus Liebe das tun wollen. Wir wollen unsere Liebe zu Gott vertiefen und aus dieser Liebe heraus dann diese barmherzigen Taten vollziehen. Und so kommen wir auf diese Trias, die die Kirche vorsieht, also das Fasten, das Beten und das Almosen geben. Fasten, sich selber zurücknehmen, um den Blick für Gott erstens zu schärfen, also beten und also mehr im geistlichen Leben ins geistliche Leben zu investieren und Almosen geben, Barmherzigkeit zeigen dem anderen gegenüber. Und wenn man genau hinschaut, dann merkt man, das ist das Doppelgebot der Liebe. Also, dass wir eben uns selbst zurücknehmen, um für den anderen da zu sein. Das heißt, der übertriebenen Selbstliebe entgegenzuwirken, dann wiederum mehr in Gott versenken, sich selbst versenken und daraus wiederum für den Nächsten mehr Zeit und mehr Kapazitäten zu haben. Ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen eine gnadenreiche Fastenzeit, dass Sie die Zeit der Gnade wirklich nutzen können und so zu neuen Menschen werden und mit einem neuen, versöhnten Zustand und einer erfrischten, erneuerten Beziehung zu Gott dem Osterfest voller Freude entgegengehen können. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.